Moin allerseits, ich bin Sven und heute am wärmsten Tag des Jahres bisher, wir haben jetzt um die 27 Grad, stelle ich euch mal meine beiden Schlafsysteme vor. Eins habe ich euch schon vorgestellt, das ist das in der Hängematte, aber ich bin auch ganz gerne auch im Sommer mal auf dem Boden unterwegs. Das Problem, wenn man im Sommer auf dem Boden pennen möchte, ist halt, dass man gefühlt von allem aufgefressen wird, was da so unterwegs ist. Also was mich da insbesondere stört, sind natürlich einmal die Zecken, die sind gerade jetzt hier beim Laubboden sehr, sehr viel unterwegs. Aber genauso auch Ameisen zum Beispiel, die natürlich auch, wenn man da das Pech hat und da in der falschen Ecke ist, dann hat man wirklich eine sehr unangenehme Nacht. Und ich bin schon von Ameisen morgens geweckt worden und das ist keine schöne Erfahrung, wenn man dann über und über mit Ameisen ist, weil man sich irgendwo abends reingelegt hat, was man halt abends nicht gesehen hat, weil sie geruht haben und morgens wacht man auf und wird gezwickt und wird von dem Zwicken wach und stellt fest, okay, man ist über und über mit Ameisen. Richtig scheiß aufwachen. Das ist wirklich unangenehm, so aufzuwachen. Und da bin ich schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem vernünftigen System, wie ich es mir trotzdem ermöglichen kann, auf dem Boden zu pennen. Bisher habe ich es meistens so gemacht, dass ich mir irgendwelche, ja, ich sag mal, einen steinigen Schotteruntergrund gesucht habe, der halt so ein bisschen außerhalb des Waldes ist oder dergleichen, was nicht unbedingt die bequemsten Nächte mit sich gezogen haben. Meistens bin ich dann einfach auf die Hängematte umgezogen, weil ich da halt einfach auch sehr, sehr gerne drin schlafe, ohne Frage. Aber wie gesagt, manchmal habe ich einfach Bock auf ein schönes Bodensetting. Ich hatte in den vergangenen Jahren verschiedene, vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, verschiedene Netzzelte, die verschiedenste Größe haben. Und die meisten, ja, sind für mich daran gescheitert, dass man da irgendwie auf allen Vieren reinkriechen musste und alles an Krabblern oder Co. gleich mit reingebracht hat und sich da erstmal so richtig vollgesaut hat, in Anführungsstrichen, mit Zecken und dergleichen. Und die hat man dann im Inneren gehabt. Das hat dann auch herzlich wenig gebracht. Die habe ich euch auch nie vorgestellt, weil die halt direkt wieder geflogen sind, weil die halt alle vom Ein- und Aussteigen her, als auch von der Größe insgesamt, einfach so beengend oder unpraktisch waren, dass ich da keinen Nerv drauf hatte und das nicht lange geblieben ist. Vor kurzem habe ich für meine Homepage eine Übersicht aller, na, nicht ganz aller, aber aller mir bekannt, deutschen Outdoor-Hersteller erstellt und habe da auch tatsächlich den Kontakt mit Brettschneider aufgebaut. Brettschneider kannte ich noch von früher. Ich war früher mal in Schottland unterwegs, in den West Highland Way und bin da mitten in die Haupt-Midget-Zeit gekommen und danach war für mich klar, okay, ich brauche ein vernünftiges Mückennetz und die haben so extrem feine Netze, dass sie sogar flohsicher sind. Also wenn ihr irgendwas in Richtung Mückennetz braucht, egal ob für zu Hause oder draußen, ist Brettschneider echt einfach die beste Wahl. Ist ein heimisches Unternehmen, ihr wisst sowas, unterstütze ich sowieso immer gerne und ich finde den Slogan, wir trennen Mensch und Mücke, sehr, sehr treffend, denn genau das tun sie. Um das aufzubauen, braucht ihr ein bisschen Schnur, insgesamt etwa 4 Schnüre. Ihr könnt das auch mit 2 machen und die so dreiecksmäßig zusammenlaufen lassen, aber mit 4, finde ich, geht es insgesamt noch besser. Und da es zu einem Mückennetz insgesamt nicht wahnsinnig viel zu erzählen gibt, will ich euch einfach mal direkt zeigen, wie man es aufbaut und wie das Ganze aussieht und warum ich diese Version wirklich gut finde. Nehmen wir also mal an, ich möchte hier schön auf dem Boden pennen. Boden frei machen so ein bisschen ist natürlich trotzdem klar, wie immer. Aber das Schöne ist, es ist jetzt auch kein hyperempfindliches Material, sondern hat einen entsprechenden Boden. So. Ja, das besteht also nicht nur aus dem Netz, sondern ich habe da wirklich einen soliden Boden, der auch vor allem Feuchtigkeit gut abhält. Und vor allem eine schöne Größe, wie ihr gleich feststellen werdet. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze am Boden mit Heringen befestigen und fixieren. Da es heute ziemlich windig ist, oder verhältnismäßig windig, möchte ich das. So, ist aber optional. Mache ich trotzdem mal eben auf der anderen Seite natürlich genauso. Einmal hier und einmal hier. So wäre das natürlich noch nicht wirklich komfortabel, aber ich habe ja schon gesagt, ihr braucht etwas Schnur und die Schnur braucht ihr natürlich, um das Ganze entsprechend auf Höhe zu bringen und halt einfach dazu zu machen, wozu es ist, nämlich einen gemütlichen Camp, wo ihr eure Ruhe habt vor Krabblern. So, und ihr habt an den Spitzen, habt ihr solche Schlaufen und daran könnt ihr entsprechend Schnur befestigen, um das Ganze zum Beispiel an Bäumen zu fixieren. Das machen wir jetzt einmal. So, einmal. Wie gesagt, 4 Stück braucht ihr an der Zahl. Um das Ganze entsprechend auf Höhe zu bringen. Da das alles sehr wenig wiegt, müsst ihr jetzt auch nicht super fest oder super starke Ankerpunkte haben. Es geht nur darum, dass ihr einmal so ein bisschen was zum Fixieren habt, damit das einfach auf Höhe bleibt. So, die Seite ist fertig.
Auf der anderen Seite müsst ihr es natürlich genauso befestigen. So, jetzt könnt ihr die Form, glaube ich, schon ganz gut erahnen. Und das Schöne ist, ihr seht vielleicht auch, wie dieses Grün richtig schön in der Natur untergeht. Also vielleicht kommt das gleich noch mal ein bisschen besser zur Geltung. Und die letzte Schlaufe. Und dann sieht man auch schön, wie viel Platz man hier drin hat. Das seht ihr gleich noch ein bisschen besser. Ihr habt noch zusätzliche Abspannpunkte, und zwar jeweils in der Mitte. Das heißt, da könntet ihr, wenn ihr wollt, jetzt noch ein bisschen mehr abspannen. Aber mir reicht das tatsächlich schon voll und ganz aus. Und jetzt könnt ihr, glaube ich, sehen, was ich hieran so schön finde. Die Abspannung ist super simpel. Da könntet ihr auch einfach hergehen und hier so ein kleines Kügelchen oder Steinchen reinpacken und das hier rumwickeln. Das geht auch. Das hier könnte ruhig noch ein bisschen stärker sein, finde ich, aber hält aus, da ihr es einfach kaum was an Gewicht aushalten muss. Da in der Mitte seht ihr vielleicht, zack, da ist nochmal eine weitere Abspannmöglichkeit und genau auf der Seite auch. Die anderen Seiten sind alle identisch. Und was ich richtig genial finde, ihr habt hier halt einen riesigen Einstieg. Ihr könnt die komplette Bodenseite aufmachen oder halt einfach nur hier in der Mitte und dann hier in der Mitte reingehen. Könnt aber auch komplett noch die Seite oder die andere Seite öffnen. Und wenn ihr euch das mal anschaut, so, auch als jemand, der 1,90 groß ist, habt ihr hier jede Menge Platz. Also wie gesagt, ich bin 1,90, habe hier reichlich Platz. Man kann sich also wirklich gut drinnen bewegen, ohne dass man dieses Netz einengt. Und gerade wenn viele Mücken unterwegs sind und man ein großes Problem mit Mücken hat, kümmert einen das hier halt überhaupt nicht, weil ich kann mich hier jetzt einfach gemütlich hinlegen. So. Und muss mir bezüglich Ameisen, und hier sind einige Ameisen unterwegs und hier versuchen auch schon einige Mücken reinzukommen, muss mir bezüglich Mücken, Ameisen oder Zecken keine Gedanken machen, weil ich hier komplett drin geschützt bin, ohne dass es mich großartig einengt. Wenn mich jetzt dieser Wind, von der Seite, wie ihr seht, bläst so ein bisschen Wind, wenn mich das stören würde, dann könnte ich den Abspannpunkt oben noch nutzen, dann könnte ich in die Richtung das Ganze noch ein bisschen mehr stabilisieren. Brauche ich aber nicht, weil ich habe hier noch so viel Platz drin, dass ich hier gemütlich liegen kann. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennen könnt. Und was halt schön ist, dass das Ein- und Aussteigen halt einfach absolut problemlos ist, weil ihr einfach ohne Ende viel Platz habt. So, und das ist was, was an den anderen Mückennetzen immer war, was mich gestört hat. Und hier kann man sich jetzt wirklich reinhauen, wenn man sagt, man möchte einfach gemütlich auf dem Waldboden liegen. Und ich liebe das einfach, auf dem Waldboden zu liegen. Gerade im Sommer ist es einfach super, super komfortabel. Ich finde, Waldboden ist angenehm weich, da brauche ich wirklich maximal eine BW-Matte drunter. Die könnte ich hier mit reinlegen. Ich würde sie tendenziell tatsächlich da drunter legen, einfach um die Folie nach unten zu schützen. Die lässt zwar Feuchtigkeit nicht so schnell durch. Ich weiß gar nicht, ob die komplett dicht ist. Da könnt ihr nochmal gucken. Ich habe euch in die Infobox alles reingepackt. Also wenn euch da nochmal Länge, Breite, Höhe, Gewicht interessiert, dann klickt auf den Link, da ist alles genau drin. Das heißt, ihr könnt jetzt richtig gemütlich, auch im Sommer, wenn ihr alles um euch herum krabbelt und unterwegs ist, könnt ihr euch hier gemütlich hinlegen, könnt in den Himmel schauen, einfach auf dem Waldboden liegen. Das ist einfach herrlich. Ist gerade vielleicht auch für diejenigen interessant, die jetzt nicht so gerne in der Hängematte sind. Ich bin super gerne in der Hängematte, auf jeden Fall. Ich bin ein absoluter Hängematten-Fan, aber ich habe trotzdem auch regelmäßig Bock, einfach auf dem Boden zu liegen, weil das ist immer so es klingt immer so blöd, aber es ist tatsächlich, man fühlt sich noch geerdeter, wenn man halt wirklich direkt auf dem Boden liegt. Und das finde ich halt wirklich gerade schön am Bodenlager, aber ohne einen vernünftigen Schutz gegen Mücken und vor allem Zecken und Ameisen ist Bodenlager halt einfach keine Option, mit der ich mich wohlfühle, weil sonst einfach wirklich zu schnell Krabbler unterwegs sind. Es ist so witzig, wie ich hier in dem Netz drumherum beobachten kann, wie sich verschiedene Sachen daran sammeln und daran rumkrabbeln, aber die kommen hier halt einfach nicht durch, das ist das Gute. Das Aussteigen entsprechend ist genauso einfach wie das Einsteigen. Und auch da, wie gesagt, könnt ihr einfach so rausgehen. Ihr könnt es nochmal komplett öffnen, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, oh, ihr wollt den Bereich frei haben, wollt ihr vielleicht, na gut, kochen ist keine gute Idee, gerade im Sommer, lasst das lieber bleiben. Aber wenn ihr vorne einfach was machen wollt oder ihr wollt einfach euch mit noch jemand unterhalten oder einfach das Ganze frei haben, mückenmäßig ist noch nicht so schlimm, und ihr wollt hier einfach sitzen, habt ihr auch da die Möglichkeit, weil ihr einfach jede Menge Platz habt und vor allem ohne irgendwie kriechen zu müssen. So seid ihr 0, nix draußen. Was ihr dann natürlich machen solltet, gleich einfach das Netz wieder zu. Es bringt natürlich alles nichts, wenn ihr es dann auflasst und euch schön alles reinholt. Das heißt, wenn ihr ausgestiegen seid, zack, Reißverschluss wieder zu. Den Reißverschluss könnt ihr sowohl von innen als auch von außen bedienen. Das heißt, das ist gar kein Problem, kommt ihr auf jeden Fall ran. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Viel mehr gibt es da gar nicht zu erzählen. Ist einfach simpel und praktisch, wenn ihr keinen Bock auf Krabbler habt, die euch irgendwie die Nacht vermiesen. Oder den Nachmittag, muss ja nicht immer die Nacht sein. Funktioniert natürlich genauso zu Hause, wenn man einfach einen Raum haben möchte. Einen Raum im Raum oder einen Raum im Wald, wo man ohne Mücken, ohne Zecken und ohne Ameisen ist. In dem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie immer ab in die Kommentare damit oder schreibt mich über der Homepage an. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.